Heute möchte ich euch mal einen kleinen Einblick in meine chaotische Bude bringen. Die ist deswegen chaotisch, weil erstens bin ich chaotisch und zweitens bin ich gerade dabei umzupacken, umzuräumen. Und alles weitere erzähle ich euch nach dem Intro. Ja, und damit herzlich willkommen hier bei mir auf dem Kanal. Ja, wie bereits gesagt, ich zeige euch heute mal ein bisschen mein Zimmer, mein Gaming Room und auch ein paar andere Räume noch. Und ihr werdet sicherlich euch erschrecken, denn es ist hier total chaotisch. Man sieht es schon im Hintergrund, ich bin nämlich dabei, hier alles umzuräumen. Ja, es war schon vorher auch schon mal etwas chaotisch, aber jetzt ist so quasi der Höhepunkt erreicht. Nichtsdestotrotz habe ich mir gedacht, bevor das alles in Kisten verschwindet, zeige ich euch nochmal alles so, was ich so habe, beziehungsweise was auch raus aus der Sammlung geht. Denn es sind auch viele Spiele dabei, die mich gar nicht interessieren, beziehungsweise die ich vielleicht irgendwann mal im Angebot einfach mal mitgenommen habe. Die ich dann vielleicht dachte, okay, das könnte was sein, aber die verkaufe ich jetzt auch. Und ja, da habe ich mir gedacht, ich nehme euch mal mit, zeige euch noch zum letzten Mal hier meine Wohnung, bevor es dann ins neue Haus geht. Ihr müsst halt so sehen, das neue Haus, oder das Haus ist kleiner auf jeden Fall und auch mein Zimmer wird kleiner. Mein Gaming-Zimmer, wo ich dann auch drin schlafe. Hier, dieser Gaming-Room, da schlafe ich ja gar nicht drin. Das ist ein reiner Hobbyraum, wenn ihr so wollt. Und ja, ich habe da dann nur ein Zimmer, wo ich dann auch wirklich mich stark einschränken muss. Aber ich versuche das so einigermaßen hinzukriegen. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz, ich möchte euch jetzt mal zeigen, wie das hier aussieht. Was sich alles so in den Jahren sich so angesammelt hat, beziehungsweise was ich mir geholt habe oder auch geschenkt bekommen habe, was auch immer. Ja, seid gespannt und ich wünsche euch viel Spaß. Los geht's mit dem Schlafzimmer. So, ja, beginnen möchte ich mit dem Schlafzimmer. Hier ist meine Katze zu sehen oder eine von den dreien. Ich habe einfach mal probiert, wie es ist, vom Bett aus zu zocken. Ja, ich muss sagen, ist erstmal für mich ungewöhnlich, weil ich normalerweise immer im Sessel sitze. Da zeige ich euch später nochmal. Hier habe ich jetzt einfach mal geguckt. Ich hatte noch einen Fernseher von meinen Eltern. Den habe ich mal auf so einen Umzugskarton gestellt. Daneben seht ihr die Xbox Series S. Habe ich einfach mal ausprobiert, um zu gucken, naja, ist das was? Ja, es ist gemütlich, aber irgendwie, ich bin es halt gewohnt, ein bisschen näher dran zu sitzen. Das heißt, ich brauche entweder einen größeren Fernseher oder ich lasse es halt, weil die Überlegung ist halt in meinem Kleinzimmer, was ich denn demnächst habe, vom Bett aus zu zocken oder halt doch irgendwie da einen Sessel und einen TV-Tisch und so weiter rein zu quetschen. Das ist sehr schwierig, das werdet ihr in ein, zwei Monaten denn sehen. Ja, aber vielleicht ist das eine Lösung halt, um das Zimmer halt effektiv einzurichten. Da hinten seht ihr noch ein paar Zeitschriften, wir können mal ein bisschen näher kommen. Hier, aua, jetzt haben wir einen. Ah, fuck, scheiß Bettkante. Ja, da ist jetzt nichts Besonderes. Viele Zeitschriften habe ich schon aussortiert, die gibt es einfach gar nicht mehr. Die Games aktuell zum Beispiel. Ihr seht hier da unten noch jede Menge, wie heißen sie, M-Games. Ja, und darüber habe ich die Game Pro. Die gibt es aber mittlerweile auch nicht mehr. Die M-Games gibt es zum Glück noch. Bei der Game Pro bin ich ein bisschen schade. Die Games aktuell, ja, da kann ich mittlerweile drauf verzichten. Die war dann am Ende sowieso nicht mehr so besonders gut. Ja, ansonsten, das ist hier einfach nur so ein Stuhl. Nicht wundern, die Vaseline ist nicht für sexuelle Praktiken, die ist für meinen Sport, für Joggen, damit ich mir keinen Wolf laufe sozusagen. Ja, ansonsten, wie gesagt, die Xbox Series S, so, die nehme ich eigentlich nur mit zum Urlaub, beziehungsweise ich habe die noch gar nicht dabei gehabt. Die habe ich jetzt einfach nur mal hingebaut, um das mal anzutesten, wie es ist, vom Bett aus zu zocken. Ja, ich weiß, das sieht hier total chaotisch aus, sieht normalerweise nicht so bei uns aus. Normalerweise ist das hier sauberer und auch, ja, einfach geordneter. So, wir latschen jetzt einfach mal schnell über den großen Flur hier. Vor uns ist die Katze, die zeigt uns den Weg. Wir gehen jetzt ins Wohnzimmer mal. Einfach mal, um euch zu zeigen, wie meine Kinder meistens zocken. Ich bin nicht so der Wohnzimmerzocker, weil da wäre jetzt zum Beispiel die Couch und hier ist jetzt der Fernseher. Es ist einfach zu weit weg. Da seht ihr die Nintendo Switch und darunter noch die Xbox One S. Die benutze ich aber nur als DVD-Player. Da habe ich eigentlich nie groß mit gezockt. Ja, okay, jetzt kommen wir ins Allerheiligste. Jetzt gehen wir in mein Zimmer.
Und damit das hier nicht ganz so wackelig wird, ich setze mich jetzt einfach hin. Ja, hier habe ich meinen Schreibtisch. Und der sieht genauso chaotisch aus wie der Rest des Zimmers. Ihr seht hier Joghurtbecher. Da diesen kleinen Stapel PlayStation 5 Spiele, der ist dafür da. Die wollte ich jetzt alle mal nochmal zocken im Urlaub, um zu gucken, was ich aussortiere oder auch nicht. Also, ach Leute, oh, ich muss mich erstmal hinsetzen. So, fangen wir mit der PlayStation Seite an. Das ist bei mir die rechte Seite. Ihr seht schon, das habe ich auch schön geordnet alles. Das sind so Spiele, die ich denke, dass die gut sind. Ich gehe jetzt nicht einfach einzeln durch, also das ist einfach zu lange. Ne? Ja, darüber habe ich jede Menge Xbox One Spiele. Das sind aber nur Spiele, die ich nochmal anzocken wollte eventuell, um zu gucken, ob ich die verkaufe oder doch in der Sammlung behalte. Das ist einfach mal so, dass man sehr viele Angebote und so weiter. Hier habe ich zwei Reihen, also die zweite Reihe seht ihr nicht, die ist hinter der ersten sozusagen. PlayStation 4 Spiele noch, die ich noch nicht gezockt habe. Darüber ist hier so ein paar Special Edition für die Xbox 360, aber auch da oben noch für die PlayStation 3. Ja, so, ich weiß, das sieht total chaotisch aus, aber ist leider so. Hier habe ich noch Xbox Classic Spiele. Ja, eine Konsole, die ich zwar habe, aber noch nie angeschlossen habe, die werde ich irgendwann mal verkaufen. Tut mir leid wegen dem Licht, aber jetzt wird es ein bisschen heller so. Hier. Unten habe ich die Switch-Spiele, davor habe ich noch ein paar Xbox One-Spiele, die aktuelleren Datums sind für Pickups-Folgen. Ja, ihr seht, dazwischen sind immer ein paar PlayStation-Spiele, die ich darunter, zum Beispiel die werde ich verkaufen. Das hat mir nicht gefallen, teilweise auch Schrottspiele, Biomutant sehe ich da gerade. Darunter noch ein paar Special Edition, da habe ich jede Menge PlayStation 4 und 5 Spiele, die ich gebraucht gekauft habe, die werde ich nie verkaufen. Da werde ich mal nochmal Hüllen für holen. Ja, ein Amiga hatte ich mir mal geholt, Amiga Mimi, aber ach, ist ja eigentlich da, ist das sowieso scheiße, oder? Diese Retro-Spiele kann man am meisten nur 5 Minuten zocken und dann gibt man wieder die Sachen oder macht man es wieder aus. So, hier oben habe ich noch jede Menge PlayStation 5 und Xbox One Special Edition. Ich wusste nie genau, wo ich sie hinpacken sollte, deswegen habe ich die einfach da oben immer über meinen Monitor gepackt. Den habe ich übrigens auch neu. Das ist ein Samsung Curved Monitor, keine Ahnung, jetzt die genaue Beschreibung weiß ich nicht, aber ja, war jetzt ein bisschen ungewohnt, aber mittlerweile bin ich sehr zufrieden damit. So, jetzt wird es ganz chaotisch. Hier habe ich jede Menge Xbox-Spiele. Alle. Ich hatte es mal alphabetisch sortiert, aber dann kam halt so viel dazu. Also dahinter sind immer ganz viele Spiele. Vor den horizontalen Spielen sind da immer noch auch noch andere Spiele von der Xbox. Und das ist wirklich enorm viel. Ja, wie gesagt, müsste ich mal alle sortieren. Immer darüber habe ich meistens so die Kartons auch nicht sortiert. Aber jetzt fange ich damit auch nicht an, also beziehungsweise darüber habe ich die PlayStation-Kartons, das wollte ich euch nochmal kurz zeigen. Ja, dann hatte ich mal angefangen, ich muss mal die Tür zumachen, habe ich mal angefangen, so ein Regal zu machen mit so meinen Best-of-Spielen. Habe ich wirklich auch versucht, da seht ihr schon ein paar Xbox One und PlayStation 4 und darunter die Nintendo Switch-Spiele. Dann kommen PlayStation 3, so Classics, aber davor habe ich schon wieder angefangen, Spiele auszusortieren, da zum Beispiel jede Menge PlayStation 3 und Xbox 360 Spiele, die gehen alle zum An- und Verkauf und dort werde ich es bekommen. Ganz links seht ihr ein paar Steelbooks übrigens. Ja, und dann haben wir hier, das ist so mein, achso, hier habe ich noch einen Karton, den, da stehe ich mal auf, hier habe ich noch einen Karton mit Xbox One Spielen. Das sind auch alles aussortierte, die ich alle verkaufen werde. Ihr seht da ist schon jede Menge Schrott dabei. Hier Tennis World Tour 2, Wildcard Football und Tropico und so weiter. Hier schon habe ich schon ein paar Umzugskartons, beziehungsweise Figuren. Hier habe ich auch noch ein paar PC-Spiele. Zocke ich in letzter Zeit auch wieder häufiger den PC, aber da mache ich nochmal ein eigenes Video drüber. Ah, Leute, tut mir leid, dass das jetzt so ein harter Schwenk ist. Vielleicht schneide ich das auch raus, aber vielleicht auch nicht. So, so hier, ja, so sitze ich immer. Genau, Beine hoch, ihr seht mich da spiegelnd. Ja, das ist mein Fernseher, mein LG OLED. Bin ich nicht ganz zufrieden mit, muss ich ehrlich sagen. Ich würde mir, glaube ich, keinen OLED mehr holen, weil, ich weiß nicht, irgendwie, ich finde, der ist nicht ganz so farbenfroh. Die Farben sind zwar brillanter, aber nicht, irgendwie, gefällt mir nicht so. Hier habe ich normalerweise, das ist noch eine Alexa, hier geht es leer, ne? Nee. So eine TV-Box, ein Fire-Ding. Normalerweise habe ich hier. Ja, ja. So, normalerweise habe ich hier immer noch die Nintendo Switch, so eine. Ihr wisst schon, so ein Ding, wo man es da immer reinpackt. Genau, hier ist die PlayStation 5, die Xbox Series X. Und
daneben meine Soundbar. Das ist ein 5.1 System. Hinter mir sind noch kleinere Boxen. Da ist die große. Ja, und darüber habe ich noch ein paar Figuren. Aber das habe ich euch schon mal irgendwo vor 200 Jahren mal gezeigt. Das ist schon eine Weile her. Ja, genau. Also viele Sachen gehen weg. Hier zum Beispiel, das ist hier noch meine alte, sagt schon, hier für Licht und so weiter. Haben die Katzen total zerfetzt. Schmeiße ich natürlich jetzt weg, ne? Ja, das war's so. Ein kleiner Einblick, kleine Roomtour, völlig chaotisch, so wie ich halt bin. Aber ich hoffe, es wird in einem neuen Haus besser. Oh, man sieht meine Plotze so. Deswegen beende ich jetzt gleich mal das Video und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.